Moin Moin und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich dir ein sehr, sehr cooles Tool vorstellen, was ich jetzt in diesem Moment gerade, während du dieses Video siehst, hier im Einsatz habe. Und zwar heißt dieses Tool Loom bzw. useloom.com. Das siehst du hier. So heißt die Webseite. Und das ist ja im Gegensatz zu zum Beispiel Open Broadcaster Software, also eine Screen Recording Software, eine freie oder kostenlose Screen Recording Software. Ist diese Software, die ich jetzt gerade auch hier im Einsatz teste, so ziemlich das Einfachste, was ich jemals gesehen habe, um Screen Recordings aufzunehmen. Im Grunde abgekürzt kann man sagen, das Ganze ist ein Google Chrome Plugin und das Ganze funktioniert hier über dieses kleine Feld, diesen zusätzlichen Button, den man hier bekommt, wenn man das Ganze installiert. Und hier kann man quasi draufklicken. Dann nimmt er deinen Bildschirm auf. Du kannst dich hier ganz normal in irgendwelchen Tabs bewegen, kannst hier irgendwelche Seiten aufrufen und dementsprechend, Internet ist gerade ein bisschen langsamer, dementsprechend hier quasi Content liefern. Ne? Kannst den Leuten zum Beispiel hier, ich habe hier eine coole Seite, hier ein gratis Videokurs, ist übrigens von mir ein gratis Videokurs, gibt es in meiner Facebook-Gruppe, Link findest du auch. Irgendwo unter dem Video wahrscheinlich. Aber darum geht es jetzt nicht. Du kannst hier einfach ganz normalen Content aufnehmen. Kannst zum Beispiel für einen Videokurs, kannst du irgendeine Software, die du zum Beispiel erklärst, kannst du ja aufnehmen. Du kannst hier ganz normale zum Beispiel PowerPoint oder PDF-Präsentation durchklicken und damit einen Videokurs aufnehmen. Oder einfach so, und das ist jetzt das Geile daran, mal eben schnell jemandem eine Videobotschaft aufnehmen. Oder wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, ein Produkt hast und du willst Support liefern, kannst du super schnell, indem du einfach hier draufklickst, deinen Bildschirm aufnehmen, nochmal klicken, dann ist das Video zu Ende und dann kannst du über wenige Klicks das Ganze sofort mit demjenigen teilen. Also ohne jetzt Upload und Download und bei YouTube oder Vimeo hochladen. Du kannst das direkt hier über eine URL teilen, direkt auch über Facebook. Und um dir das Ganze jetzt mal zu zeigen, habe ich für dich die Einrichtung einmal dokumentiert. Also im Grunde geht es hier folgendermaßen los. Wenn du jetzt noch nicht angemeldet bist, dann gehst du hier auf useloom.com und dort kannst du entweder hier über diesen Button oder über diesen Button mit One-Click-Install. Du musst dann natürlich den Google Chrome Browser logischerweise verwenden. Wie gesagt, das ist ein Chrome-Plugin. Wie gesagt, dann klickst du hier One-Click-Install. Dann wird hier dir diese Frage gestellt: Erweiterung hinzufügen. Also das fragt dich dann quasi Chrome, deinen Browser, ob du das hinzufügen möchtest. Klickst du auf Erweiterung hinzufügen. Im nächsten Schritt kannst du dich dann hier anmelden, also dich registrieren. Also das, der erste oder beziehungsweise zweite Schritt hier war jetzt nur, um erstmal zu erlauben, dass dieses Icon hier als Button hinzugefügt wird. So, dann geht es darum, sich anzumelden. Das kannst du mit Google machen. So habe ich das gemacht. Ich benutze ja sehr viel Google, auch Google Kalender, Google Drive. Oder mit Slack oder ganz normal hier Outlook, E-Mail kannst du dich dann hier einmal anmelden bzw. registrieren. So, ich habe das Ganze über Google gemacht, wie gesagt, habe dann hier mein Konto ausgewählt. Und im nächsten Schritt richtet man das dann kurz ein. Ich habe das jetzt Ganze auf Work gestellt. Geht quasi darum, ja, Nutzerleistung zu verbessern und ja, kann es aber im Grunde auch Education Personal. Ich habe jetzt einfach mal Work ausgewählt. Education würde es natürlich auch treffen, ist aber jetzt erstmal nicht so kriegsentscheidend. Also hier Work, irgendwas auswählen, dann auf Next klicken. Dann gibst du hier kurz Company Role, also ne, deine Firma, was du da für eine Position hast. Dann gibst du kurz die Größe deiner Firma ein, 1 bis 10 Mitarbeiter zum Beispiel, ist das niedrigste. Industry kannst du halt irgendwie ein Berufsfeld auswählen und dann klickst du hier auch weiter auf Next. Aber auch das sind jetzt nicht wesentliche oder wichtige Einstellungen. Und dann bist du quasi fertig. Hast das Ganze ja, geabsigned, all signed up. Hast das Ganze startbereit und dann wirst du hier so ein bisschen auch angeleitet. Und hier kannst du dann quasi dein erstes Recording starten, indem du dann hier oben draufklickst. Wenn du das dann gemacht hast, musst du noch einmal hier One-Click-Access, also quasi Mikrofon- und Kamera-Recording so gesehen bestätigen. Und dann auch hier noch einmal auf Zulassen klicken, weil dein Browser dich fragt, ob du das zulassen möchtest, dass dieses Programm bzw. diese Webseite, es ist ja kein Programm, was du installierst, sondern es läuft ja über die Webseite, dass diese Webseite über auf dein Mikrofon und auf deine Kamera zugreifen darf. So, im nächsten Schritt, wenn du das dann gemacht hast bzw. dem zugestimmt hast, kannst du dann hier einmal einstellen Screen und Cam. Du siehst bei mir, das sieht man hier jetzt nicht. Kleinen Moment. So, hier sieht man es jetzt.
mein Bild. Das kannst du dann quasi hier hinzufügen, dass hier dein Foto, also beziehungsweise dieses runde Icon eingestellt wird von dir. Kannst du auch noch in drei Größen, das ist jetzt, glaube ich, das kleinste. Dann kannst du sagen, dass du nur deinen Screen filmen willst oder du willst nur die Kamera. Full Desktop heißt, du filmst quasi deinen ganzen Desktop. Current Tab bedeutet nur das aktuelle Tab, was du hier offen hast. So, dann kannst du noch, im Grunde hier Start Recording. Hier kannst du das Ganze dann auslösen oder auch hier unten. Und dann, mal kurz gucken, genau, da musst du noch kurz Bildschirm freigeben. Einmal hier nochmal teilen, bestätigen. Und dann zählt ein Countdown runter. Und dieser Countdown, 3, 2, 1, signalisiert dir dann, jetzt in 3 Sekunden geht's los. Zählt runter, 3, 2, 1. Und in dem Moment bist du dann live. Und dann kannst du über diesen Button, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in der Aufnahme sieht, hier in diesem Bereich habe ich jetzt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man das sieht, in diesem Bereich habe ich einen Button Freigabe beenden, aber man kann das auch hier oben über diese Taste dann machen. Wenn du das Video dann fertig aufgenommen hast, quasi hier dann wieder die Aufnahme beendet hast, wirst du hier auch nochmal so ein bisschen angeleitet beim ersten Mal und hast hier Möglichkeiten, das Ganze zu sharen. Also dass du quasi hier, kannst dann I do it later drücken, dann wird es erstmal quasi gespeichert und dann kannst du das Ganze downloaden oder sharen, also das heißt, du kannst direkt den Link kopieren, jemandem schicken und er hat sofort Zugriff auf dieses Video und das ist halt mega gut, weil wenn du das einmal alles eingerichtet hast, diese 13 Schritte, dann ist der Workflow so, jemand sagt, kannst du mir das kurz erklären, du sagst ja klar, klickst hier drauf, besprichst quasi deinen Bildschirm und erklärst demjenigen etwas, drückst hier wieder drauf, dann ist das Video fertig und dann schickst du ihm den Link und sofort hat er dein Video. Das ist für den Support und so extrem wertvoll. Kannst das Ganze aber auch über Facebook sharen und du kannst sagen, wenn du Leuten das Ganze sharest, also hier dein Video dann teilst mit ihnen, dass sie das dann auch herunterladen können hierüber. Das ist natürlich auch eine mega coole Funktion. So, jetzt gehen wir nochmal kurz weiter. Kamen da jetzt noch irgendwelche Schritte? Ich glaube, das war das Letzte. Ja, das war das Letzte, genau. Also so kannst du das Ganze verwenden. Mega cooles Tool. Ich bin jetzt auch mal auf die Qualität gespannt. Das ist jetzt so ziemlich das erste Video, was ich damit aufnehme. Aber ich habe schon andere Videos davon gesehen und die Qualität ist wirklich da sehr gut gewesen. Bildschirmqualität, aber auch Soundqualität. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein cooles neues Tool nahelegen, was ich mit Sicherheit sehr häufig noch zukünftig verwenden werde. Nicht nur für Videokurse, wie gesagt, da kommt die Qualität natürlich, ist ja in erster Linie nochmal wichtiger, aber gerade wenn es darum geht, mal eben jemandem etwas zu erklären, mal eben jemandem ein Video zu scheren, ist das sehr, 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 sehr cool, dieses Tool. Und ihr wisst es von mir, ich liebe nichts mehr als Zeit zu sparen und effektive Tools einzusetzen und möglichst meine Zeit oder alle Prozesse zu automatisieren, generell Prozesse smart anzugehen, dass ich da halt wirklich sehr effektiv arbeite. Und das ist ein Tool, was da auf jeden Fall definitiv mit in meine Sammlung mit reinkommt, weil es halt mir sehr viel Zeit erspart. Und ja, in diesem Sinne, habe ich mich versprochen, ganz am Ende des Videos natürlich, wünsche ich dir jetzt noch frohes Schaffen bei allem, was du machst und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.